Mit Kleinigkeiten hält sich Albrecht Brömme nicht lange auf. In Berlin hat er die Corona-Testzentren geplant, ist jetzt für die Versorgung der Hauptstadt mit Impfstoffen zuständig. Brömme entwarf den Prototyp der Berliner Impfzentren mit Legosteinen. Hier sind 5 Kabinen, wo die Impflinge sich fertig machen, mit dem Arm hoch. Hier sind Anamnesepulte davor. Und dieses Prinzip war die Vorlage für die Architekten für die Planung. Die Standorte aller 6 Berliner Impfzentren stehen fest. Unter anderem im Velodrom, dem ehemaligen Flughafen Tempelhof und der Messehalle 11. Die Terminvergabe zur Impfung soll telefonisch erfolgen. Mit der ersten Lieferung sollen 450.000 Menschen geimpft werden. 2 Drittel davon sollen Personen über 75 Jahre sein. NRW lässt sich mit solchen Details noch Zeit. Mein Plan ist ganz klar. Ich will, dass Weihnachten diese Struktur steht. Dass dann, wenn ein Impfstoff kommt, mir ist lieber, dass die Struktur 2-3 Wochen eher fertig ist, wie der Impfstoff da ist. In NRW ist bislang lediglich klar, dass es 53 Impfzentren geben soll. 1 pro Kreis bzw. kreisfreier Stadt. Mehr Details soll es am Montag geben. Um diese Strukturen zu schaffen, hat der Finanzausschuss im Landtag jetzt 100 Millionen Euro genehmigt. Damit sollen unter anderem Spritzen, die Verarbeitung durch spezielle Apotheken sowie Begleitung durch Fachpersonal bezahlt werden. Problematisch bei der Planung ist derzeit noch die Logistik. Der Impfstoff von BioNTech zum Beispiel muss bei minus 70 Grad gekühlt werden, durchgehend während Lagerung und Versand. Der Bedarf von zigtausend Containern und Kühlschränken weltweit kann dafür derzeit noch nicht gedeckt werden. Deutsche Hersteller produzieren am Limit. Unsere Produktion wurde in den letzten 3 Monaten erheblich ausgeweitet und mittlerweile sind wir bei einem deutlichen 3-stelligen Prozentbetrag. Wie Sie sich vorstellen können, hat die Nachfrage nach diesen Geräten in den letzten Wochen explosionsartig zugenommen. Die Zulassung und damit die Verabreichung des Impfstoffs rückt immer näher. In den USA hat Pharma-Riese Pfizer heute eine Notfallzulassung beantragt. Die Regierung will noch im Dezember 20 Millionen Amerikaner impfen lassen. Und Deutschland? Wir rechnen dann auch in Europa mit Zulassungen, die im Dezember oder sehr schnell nach der Jahreswende erfolgen könnten. Und dann wird das Impfen natürlich beginnen. Vielleicht geht es ja ein bisschen schneller. Bis zum 15. Dezember sollen die Länder die Impfzentren eingerichtet haben und kurzfristig in Betrieb nehmen können, schreibt der Bund vor. Sollte es in NRW Probleme geben, hilft der Berliner Verantwortliche Alfred Brömme mit seinen Legosteinen sicher gerne.